So, das RegiTV Plus für euch an einem mega Aussichtspunkt in der Region. Erzähl, wo sind wir, wer sind wir, wer hat zu was eingeladen? Wir sind der Gleitschirmclub Hobacht. Wir sind der grösste Delta-Paraclub in der Nordwestschweiz, sind gut 200 Mitglieder. Unser Fluggebiet ist hier an der dritten Jurakette. Oberhalb sind wir jetzt von Lauwil gerade. Das ist der Hauptstartplatz, das ist die Hobacht. Das ist ein Nordstartplatz. Dann haben wir weiter einen Oststartplatz Richtung Vogelberg. Dann haben wir noch einen Nordwest bei den Wasserfallen. Und noch einen kleineren, wo wir Süd raus können. Das ist Kellerköpfli Süd. Warum haben wir heute so viele, die in die Luft gehen? Genau, wir haben heute eingeladen zum Flugfest. Das machen wir alle Jahre, indem wir ein Flugfest organisieren. Das Ziel ist, den Gleitschirmsport der Bevölkerung ein bisschen näher bringen. Dann aber auch die Beziehungspflege, gesellschaftliche Teil von unserem Club zu pflegen. Und da landen wir auch die umliegenden Clubs und Piloten ein, um hier miteinander zu fliegen. Und heute haben wir das perfekte Wetter, gute Labilität von der Luft, einen schönen Nordwind und eine gute Sonneneinstrahlung. Also heute werden wir bis am 7. Uhr oben fliegen können. Noch länger. Dann habe ich gesehen bei euch auf der Webpage, ihr redet von einem Virus, wo der alle befallen sind. Und heute hat man auch die Möglichkeit, sich auch anzustecken zu lassen. Wie aufwendig ist das? Könnte ich jetzt auch einfach aus dem Nichts raus hier an so einem Tandem-Schirm mitfliegen? Braucht es da keine Vorbildung? Wie läuft das? Und wie sieht das auch unter dem Jahr aus? Genau. Für einen Biplassflug, einen Tandemflug, wenn wir es sagen, braucht es keine Vorkenntnisse, keine Ausbildung. Es braucht ein bisschen körperliche Konstitution zum Starten. Wir machen ja Fußstart. Das heisst, wenn wir jetzt einen schönen Aufwind haben wie jetzt, muss man nicht mal rennen. Wenn es mal Nullwind hat oder fast ein bisschen Abwind hat, dann muss man einfach ein bisschen Speed geben. Wir brauchen so etwa 15 bis 20 Stundenkilometer zum Abheben. Das heisst, wenn wir jetzt einen 15er Gegenwind haben, brauchen wir noch 5er. Stundenkilometer vorwärts bewegen. Das heisst, dann können wir laufen und kommen in die Luft. Das ist ideal. Also heute haben wir ideale Bedingungen. Und die Tandem-Piloten schauen natürlich mit den Passagieren, dass sie gute Bedingungen haben, dass man so starten kann. Wir bieten so ein Flugfest an. Für 100 Franken kann man da jedes Jahr einen tollen Flug machen. Wenn wir so Bedingungen haben wie heute, kann man überhöhen. 12, 13, 1400 Meter rauf. Man sieht in die Alpen alles. Also wunderbar. Und wenn man das Jahr durch will, dann haben wir im Club haben Piloten. Wir arbeiten mit einer Flugschule zusammen. Also auf unserer Homepage findet man Kontaktdaten zu uns, dann kann man sich an uns wenden, dann können wir das organisieren. Dann kann man hier einen Flug machen, man kann mit einem Pilot in die Berge gehen, wie auch immer. Jetzt haben wir Louis hier, er ist heute Platzspeaker und das hat natürlich einen Grund, weil er ist nämlich eins von diesen Gründungsmitgliedern. Sag mal Louis, ein paar Verrückte, die sich getroffen haben und einen Furz umgesetzt. Ein Furz kann man dem nicht sagen, sondern es war ein Traum gewesen, einmal zuerst Fallschirm springen. Das hat gekostet. Dann haben wir einen Fallschirm genommen und sind dort auf die Hobacht rauf und sind dort oben aber gesäckelt, bis wir in die Luft gekommen sind. Und 2,5-3 Minuten später sind wir da oben im Hügel eingeschlagen. Und das hat dazu geführt, dass wir einen Club gegründet haben? Der Grund war, dass dann noch mehr Leute angefangen haben, mit diesen Gleitschirm zu fliegen. Damals hat man noch schwarz geflogen, hat man gesagt. Und erst nachher ist dann die Schule kam dazu, wo die Schirme nicht mehr Fallschirm waren, sondern langsam Gleitschirm. Und dann sind wir etwa 4 oder 5 gsi und haben gesagt, wir machen einen Club. Weil wir starten auf fremdem Land, wir landen auf fremdem Land und dann haben wir immer Kontakt gesucht mit dem Landwirt, wo das Land gehört. Und wir tun die Leute, die Landwirte, wo wir die Infrastruktur benutzen, tun wir auch zahlen. Mit was haben wir das zahlen? Mit Clubmitgliedbeitrag. Dann haben wir einen Club gegründet mit 5 Mitgliedern. Die erste Mitgliederversammlung war im Sodhaus in Titterte und wir waren dort etwa 20 Leute gewesen. Das ist jetzt weit über 30 Jahre her. Beat, ein Wort von dir jetzt zu dem heutigen Tag. Ich meine, du fieberst sicher immer das ganze Jahr darauf an. Genau, das ist so das unser Jahreshöhepunkt, den wir hier miteinander haben. Einerseits sind wir immer in der Frage, wie das Wetter passt. Hier haben wir riesiges Glück. Und ja, es ist immer ein lässiger Tag. Es soll auch ein Dank sein an die Gemeinde und die Bevölkerung, die da ist, die uns akzeptiert auch. Das, wir fliegen, das geht halt mit den Autos, mit dem ÖV, gibt gewisse Emissionen. Und wir sind ja top aufgenommen bei der Bevölkerung, auch von der Gemeinde Lauwil. Und dann ist es natürlich auch lässig, dass wir sehen, wir fliegen, das Fliegen findet in der Luft statt, aber zum Starten und zum Landen braucht es Boden.
Und dort haben wir eine super Zusammenarbeit mit den einheimischen Bauern, was wir auf ihren Plätzen für Start und Landen haben, offizielle Start- und Landeplätze. Und da sind wir natürlich sehr dankbar. Die haben wir alle eingeladen zum Mittagessen, die wir Zeit hatten. Weil auch hier wird mit dem Anlass ein Messi sagen, dass wir hier in die Luft dürfen. Ohne das ist unser Herz. Der Startplatz ist das Herz. Ohne Startplatz können wir nicht in die Luft.